Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Fall Guys. Heute bekomme ich von Lukas erneut die Chance, das 10 Euro DLC zu gewinnen. Viel Spaß! Also das ist jetzt die goldene Runde. Ja. Perfekt. Und ich bin eine... Also darf ich dich kurz vom Ziel bomben, Fabian? Nee, bitte nicht. Das ist die wahre goldene Runde, das ist aber noch nicht. Hast du auch mal schon gestartet? Ich habe heute Abend nämlich voll die Blähungen, Junge. Also, es ist morgens, es ist schon 3 Uhr morgens, das weißt du schon. Ja, das weißt du wirklich. Ja. Was ist los, Brio? Ja, du weißt, ab einer gewissen Uhrzeit kann ich das nicht mehr unterscheiden. Ja, natürlich, sorry. Natürlich wissen wir das jetzt, Mann. Wir kennen dich doch schon seit 20 Jahren. Ja, tut mir leid. Was macht die Familie? Was machen deine Kinder so? Ja, studieren. Wollen sich Johannes und Peter nicht mal wieder verabreden? Nee. Also, das ist ein schlechter Umgang für ihn. Du Arsch, Junge. Echt wirklich. Junge, ist zu geil. Hey, schickst du Kalle eigentlich immer noch weg, wenn du Gitarre spielen möchtest? Ja. Nee, aber sonst, ja, eigentlich solltest du den Kindern mal ein bisschen beibringen, wie man sich zu benehmen hat in dieser Gesellschaft, Fabian. Ja, sorry. Nee, haben die deine Kinder wieder gemobbt? Ja, sorry. Nee, ja. Dann haben sie von mir. Der ist mit übergezogener Unterhose nach Hause gekommen. Och. Ja, das haben die aus dem Internet gelernt. Wir gucken immer Sci-Fax-TM, der macht das in seinen Videos wohl und Alter, ich werde hier gerade so zerstört von diesen Wellen, das ist unnormal. Ey Junge, wie hat sich diese Map verändert? Das ist ja... Verändert? Hier ist linksrum schneller, ne? Hier ist linksrum schneller geworden. Also, man muss sich auch konzentrieren können, Fabian. Entweder Alter, wie viel ich überholt habe. Ich bin's einfach, Tim. Entweder Skill oder Spaß. Und ich wollte gerade wieder jemanden töten, das habe ich gesehen, Manif. Da nee. Kommst auf die schwarze Liste. Vom Weihnachtsmann. Oh, weißer aber. Ja, du kommst trotzdem auf die schwarze Liste vom Weihnachtsmann. Alter, lass mich doch. Oh. Bananenwasser ist aber schon raus. Wie, warum ist Lukas AFK? Anscheinend schon. Wow. Wie, was hast du für ein hässlicher T-Rex? Die ist ja kleiner geworden, die Fläche. Ja, ist sie. Die machen das eher einfach schwerer. Hm. Wird doch langsam Zeit. Ja, Munich, jeder hat so ein Talent, so ein E-Sport-Talent wie du. Ja, das ist korrekt. Ich würde mich freuen, wenn du das im Video behältst, dann wirst du mal ein paar Vergleiche ein. Oh, Alter, Manif! Alter! Nein! Ja. Oh, Junge, wie hast du dich darüber gebackt? Ganz komisch. Ich bin über die Leute gesprungen. Ja, hab ich gesehen, Alter. Was und die Fabian hat dich gerade festgehalten, hast du es gesehen? Ich hab niemanden festgehalten, Junge. Hä? Jetzt halte ich mich nicht fest. Oh Gott! Lass den Blauen hier mobben. Fabian? Lass den Blauen hier mobben. Oh. Digga, das Hotdog. Hilfe. Oh! Hä? Habt ihr denn einen gesehen? Oh, oh, oh. Alter! Wir lassen das bitte nicht. Nein! Oh, mio, mio! Alter, was ist das für eine Runde? Ja. Oh nein, ich bin oh. Ich hätte mich sonst nicht umgeschubst, wer ist jetzt tot, Nils? Oh mein Gott. Nein, hilf mir doch den Schwarzen zu töten. Ja, wollte ich doch auch, aber ich hab dich gegrabt aus. Alter! Ah, ja, ich hab den Schwarzen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah! Fabian ist runtergeflogen? Das scheint so. Die goldene Runde verloren anscheinend. Das war eine zweite Runde. Was zur Hölle? Alter, das könnt ihr. Wie konnte ich da sterben? Hat keinen Bock mehr anscheinend. Nee, Digga, also, gar keinen, Mann. Warum haben die Plattform kleiner gemacht? Ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Schweifen, Alter. Alter! Fahr mal! Alter! Nein, rette mich! Nein. Wie? Wie? Jetzt in der Luft! In der Luft! Wir collecten die Sachen nicht. Wir Fabian? Nee, hab ich nicht. Ich hab leider Nils zugeguckt. Der Hotdog. Namen, Junge, Namen. Der Hotdog stand neben mir. Ich lag da am Boden. Der hat meinen Schwanz nicht genommen. Ich gewinne für dich die goldene Runde. Ja. Geht das auch, wenn ich für Fabian die goldene Runde gewinne? Lukas ist wieder essen. Lukas? Ich bin da. Ich will das Mikrofon nicht noch voll schmatzen. Ah, lecker.
Darf ich auch FIFA in die goldene Runde gewinnen oder muss er die gewinnen? Wenn du die gewinnst und dann davor noch ein Emote machst, dann. Ja. Okay. Oh, was? Tom wird wahr. Was? Du musst dann auch, Monif, du musst auch ganz laut Namen sagen. Du musst Namen sagen, okay? Nee, warte. Du musst Namen sagen, kein Emote, nur Namen sagen, währenddessen du die Krone schnappst. Aber richtig laut. Namen, zweimal, ganz laut. Ja, genau. Dann fängt Fabian. Namen. Es war auch nicht laut! Doch was? Nein! Hä? Namen. Mindestens. Immerhin hat er Namen gesagt. Hat das gezählt jetzt oder? Sonst hätte ich ihm Mut gemacht. Das hätte doch jetzt sogar noch gereicht. Monif, es zählt nicht, weil du Hex drin hast. Hä? Warum hat Fabian Einhorn? Hat doch mit Fabian gezählt. Warum hab ich kein Einhorn? Wie unfair. Hä, warum hab ich kein Einhorn? Hast du ihn geholt, Fabian? Nein, ich schwöre auf alles, ich habe es nicht geholt. Ja, klar. Hast du ihm geschenkt, Monif? Ich habe nichts gemacht, ich habe gesagt, ja. Das ist ein fertiges Geschenk. Spiel bei Dauntless. 20 Stunden in einer Woche. Na, einer von 2 Tagen. So, ja. stimmt, die habe ich ja geschwänzt, die letzten beiden Tage, ja. Ah, ja. Ich bin schon gewundert, warum ich ihn in der Firma nicht getroffen habe. Ja, jetzt hat das Management gefehlt, ne? Natürlich heißt das bei euch. Nee, du bist eigentlich nur der unterste Battlehund. Also du meintest, ihr, ach, da, deswegen hattet ihr eine dreckige Toilette. Ja. Hä? Ach, weil ich gefehlt hab, Junge. Ja. Ach, es ist wirklich. Unglaublich mit den Jungen, ne? Ja. Nee. Wie die jungen Hunde. Ja. Namen? Ich kann's lassen. Lukas hat mich dafür. Aber kannst du dir jedes Mal, wenn Nils Namen sagt, das übersteuert machen? Namen. Du musst das übersteuern lassen. Lukas hat mich dafür bezahlt, dass ich das die ganze Zeit sage. Ja, ich hab ihn ja für 700 Euro. Alter! Hilfe! Namen! Wo ich eine so hohe Stimme habe, muss das auch übersteuern lassen, damit das schön wehtut in den Ohren. Nee. Das ist ja einfach nur unangenehm. Das ist übersteuern. Was stand das hier überhaupt noch vor? Junge, wie konnte ja, natürlich. Digga, der hat eine Kooperation mit denen. Wenn er nicht mehr machen würde, dann würde er kein Geld mehr verdienen in seinem Leben. Dann würde er sein Lambo nicht mehr fahren können. Ich würde eh nicht an Lambo haben. Ich gönn's den Leuten, aber verstehe ich. Nee, gönn ich nicht. Lambos sind irgendwie nicht so. Nicht so wild. Aber das mir auch. Würde mir lieber so ein Mercedes holen. Ja, eben. Okay. Schöne ja. S-Klasse. Ich kenne ja da Leute, ich kenne ja ein paar Leute, die bei Mercedes sind. Und aber die neue S-Klasse, die bald rauskommt, die ist anders, Lit. Die ist so hart, Junge. Die müssen wir dann direkt mal wieder modifizieren. Ja, die müssen wir ausprobieren. VIP-Leasing, ne? Du machst da was klar, Lukas, habe ich gehört? Lukas. Lukas, also was ihr wissen müsst, Lukas ist Partner. Ja, er ist Twitch-Partner. Und ja, er kann halt VIP-Leasing machen. Übrigens, Twitch bitte unter CyphexTM. Immer gerne. Und ja, es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ein Follow da lassen würdet. Gerne auch subscriben. Dann packen wir bestimmt irgendwann die 3K. 3K ja, Subs? Kommt ja auch die 3K Subs. Ja, den habt ihr auch verdient. Nein, nicht umkippen. Benutzt bitte den Creator Code. Mida. Das ist auch immer. Ja. Dann bekommt ihr 10 Euro und Mau Mau dazu, ja. Und ein paar Viren auf euren, euer jeweiliges Gerät. Genau. Digga, also ihr seid doch alles solche Autisten. Ich werd's nicht schaffen, Leute. Ich werd's nicht schaffen, ich bin raus. Wenn ihr richtig Viren installiert, dann schreibt das mal in die Kommentare, dann zeige Lukas nicht, was ich. Ne, schreibt es bei Fabian in die Kommentare. Alter, wenn ich das jetzt noch schaffe, dann ist es der Play. Wir kennen uns wirklich mit Viren aus. Ja. Und übrigens, Leute. Ich finde, Fabian, du kannst mal ein Video machen. Ja! Ja? Auf Raytracing in vorne. Eigentlich war auch auf AMD funktioniert. Wer ist eigentlich diese Petra, die da unter kommentiert hat, Alter? Keine Ahnung, von dir aus, Alter. Wahrscheinlich so richtig. Ist ein Bot. Hast du mir das Video von ihr angeguckt? Nein, warte, Petra kommt. Das gucke ich mir jetzt an. Was für eine Petra? Ja, guck das Video an und dann darunter ist so ein Kommentar von so einem. Unter dem Vollgas-Video ist es, glaube ich.
von so einem Bot, das safe ein Bot, oder? Ja, safe. Dieses Game hatte ich so selten bisher, das ist krass. Hä? Der hat doch keine Peter geschrieben. Doch, unter dem Vollgeist-Video. Achso, Vollgeist. Alter, was ist das? Da ist die Petra pervers. Ich guck dir. Hä? Das eine, was wir geschenkt bekommen haben, sieht einfach, wenn wir in Teams sind, so aus wie das normale Einhorn. Das heißt, es gibt keine goldene Runde mehr. Doch. Oh mein Gott, ich hab einen goldenen Ring. Will Fabian einfach nur das Einhorn haben, oder was? Ich will das DLC von Lukas haben, also was heißt hier will, er hat, meint, er gibt's mir. Du nötigst ihn? Ja. Okay. Aber mit Nötigung kann man nicht alles erreichen im Leben. Ihr habt da auch Politik als Fach, oder? Danke Fabian oder Lukas, wenn wir uns sagen. Nee, haben wir nicht. Nicht? Ja, natürlich, jeder hat Politik als Fach. Nee. Es ist anders, Lo. Lo? Piss dich. Ja, in Budapest, du wohnst ja in Budapest, ne? Ja. Ja, Junge, was glaubt mir denn hier mal, dass ich in Budapest wohne, Mann? Ey, was macht deine Villa eigentlich? Echt so, Lukas, also was macht? Deine erste, ich meine, ich bin der zweite. Die du mir geschenkt hast. Ja, genau, also die zweite hast du ja selber gekauft von deinem ganzen Geld, was du verdient hast durch YouTube okay. Und Twitch. Nein, bei Lifehacks TM. Junge, läuft's richtig gut und deswegen hast du die Villa kaufen. Ich meine, davon hole ich mir nicht nur eine Villa, Alter, davon hole ich mir direkt das die ganze Stadt USA. Also, du meinst, die ganze Stadt USA. Den ganzen Start habe ich gesagt. Achso, ich hab Stadt verstanden. Achso, Lukas, du meinst wahrscheinlich diese 30 Millionen Dollar Villa. Nee, Lukas hat sich eine private Insel gekauft, Alter, was denkst du denn? Nur wegen Cyfax TM. Leute, Junge, Einhorn. Ja. Aber ich dachte mir, bei deiner zweiten. Der Rot hat mich weggekackt. Und die habe ich nicht mehr gebraucht, also schenke ich sie dir einfach mal. Als kleines Geschenk. Ich soll jetzt andenken. Ja. Ich meine, so fühlt sich immer schuldig, wenn du da chillst und wir nicht mehr Freunde sind. Alter, Blau ist ja richtig trash. Weil ich denke, irgendwann müsste einfach nicht mehr mit mir befreundet sein. Ja, weil du ein zu cooler Junge bist. Ja, das kann ich aber auch nicht verstehen. Mann, ja. Alter, ich finde diesen Taucher-Dings finde ich so eigentlich geil. Ach, den da unten. 7844, ja. I see your point. Das untere ist von uns noch geiler, ist ja dieses Aquarium. Ja, das finde ich wild. Stimmt, das leuchtet auch. Das ist richtig geil. Das ist halt durchlässig, da kannst du durchgucken. Oh mein Gott, da kannst du durchgucken nach mir. Nicht 10 Spitzen! Okay, ich bin draußen. Ja, safe. Safe draußen. Ach und Leute, nächste Woche wird unser Musikvideo rauskommen, Display ja. Beginnen. Auf seinem Kanal, also auf Fabians Kanal. Und unser Musikvideo wird auch noch kommen, der Namenssong wird offiziell released. Genau. Ja. Aua! Ach, Leute. Verpisst euch. Die alle runterkacken. Was ist das für Wichser? Junge! Ihr seid alle so fett. Ihr seid solche Fettis. Diese schubsen nämlich runter, die Huren. So, ja, ich bin raus. Ja, ich bin drin, ich hab mich qualifiziert. Ja! Eigentlich runtergefallen. Ich bin drin. Ich bin gegen die Wand geklatscht und wäre runtergefallen, Fabian. Aber irgendwie war das verbuggt, dass ich ins Ziel gekommen bin als Erster. Qualifiziert, Junge. Das ist mir zu wild gerade. Goldene Runde, komm. 12 qualifiziert, bitte Sprungprobe, aber nicht waden. Nee, waden. Okay. Bitte nicht waben. Nee, Fabian, aber hättest du echt mal Lust auf den letzten Runde mit uns? Nein! Jetzt musst du die Bienenkönigin sein, Fabian. Ich glaube an dich. Ich bin so schlecht in diesem Moment. Warte, jetzt musst du wieder triggert machen und laut und übersteuert. Namen. Und das Bild muss wackeln, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin eine Biene. Lass ihn hier unten droppen, nee, ist noch ganz unten. Soll ich? Ja. Nein. Das macht er gar nicht absichtlich, er wird zu scheiße. Ach so, okay. Nee, Spaß. So ein Scherz. Nicht klagen. Oh! Junge, das ist nicht ganz unten. Junge, oh nee! Oh nee! Nein, Fabian, das ist runter. Digga, ich bin auf so einen Typen raufgesprungen aus Versehen. Das verzeih ich dir niemals. Digga, du Bastard. Fabian, das Maximum triggert. Eigentlich möchte ich nicht der Erste sein, aber ich muss Fabian irgendwo rauskicken. Ah, da ist er ja. Verpiss dich. Nils, du bist so ein. Du bist so ein ehrenloser Sack, Alter. Ah, nee, du bist auch gestorben, oder was? Ja, natürlich bin ich gestorben, Alter. Ich weiß gar nicht. Das war nur ein Akt der Rache. So, Leute, das war's. Bewertet den Part und schreibt in die Kommentare, ob Nils ein Blödmann ist.